Die Rückrundenspiele nach der Winterpause haben begonnen. Wir waren beim Training einiger Fußballvereine unseres Sendegebietes dabei und haben über ihre Vorbereitung und Ziele nachgefragt. Ja, mit Beginn der Rückrunde haben wir uns auch ein neues Ziel gesteckt. Das Ziel ist eindeutig, dass wir versuchen, jedes Spiel zu gewinnen, den Dreier in jedem Spiel einzufahren, Offensivfußball zu spielen, immer nach vorne zu spielen und dann am Ende schauen, wo wir landen. Im Moment stehen wir auf Platz 2 der Tabelle in der Landesklasse Mitte, haben 5 Punkte Rückstand auf Mittweida. Das wird schwer, die Punkte aufzuholen, außer der Gegner patzt, dann ist es möglich. Aber unsere Hausaufgaben wollen wir machen, das heißt, jedes Spiel gewinnen. Also direkte personelle Veränderungen gibt es nicht, außer wie Sie vielleicht alle schon gemerkt haben, unseren neuen Trainer Rico Thomas, der dann auch als Spieler mitwirkt. Wir haben zurzeit alle Spieler an Deck, keine Verletzten oder arbeitsbedingt oder privater Dinge verhindert. Nächste Woche kommt Stefan Richter aus dem Urlaub zurück und da sind wir eigentlich wieder mit dem Kader voll besetzt. Das nächste Spiel ist jetzt am Samstag in Gröditz. Gröditz ist eine Mannschaft, die jetzt zuletzt in Freital ein 2-2 geholt hat. Ist eine Mannschaft, die aus dem Nichts ein Tor schießen kann. Die werden versuchen, uns auszukontern. Unser Ziel wird es wieder sein, auf Sieg zu spielen, unsere eigene Klasse hervorzutun und so viel wie möglich Chancen zu kreieren und dann halt Tore zu machen. Ja, zu den Saisonzielen werde ich sagen, mal kurzes Resümee der ersten Halbserie. Wir sind als Tabellenzweiter sehr gut in diese Mittelsachsenliga reingekommen. Wir sind ja bekanntlich Aufsteiger und sind so nach 2-3 Spieltagen dann auch angekommen. Haben teilweise noch recht guten Fußball gespielt. War auch so, dass eine gewisse Handschrift von mir zu sehen war in gewissen Spielen, so, wo wir sehr oft auch zu Null gespielt haben. Das war wichtig für uns. Wir haben uns als Mannschaft vorgenommen, weiterhin so viele Punkte wie möglich zu holen. So, umso schöner ist es, um vielleicht einen guten Mittelfeldplatz zu belegen. Das wäre schon für uns ein großer Erfolg. Personelle Veränderungen gibt es nicht. Leider haben wir 2 langzeitverletzte Spieler. Das sind auch noch 2 Aktivposten mit dem Philipp Musch als Kapitän und den Jan Sandig. So, beim Philipp Musch sieht es so aus, dass er wahrscheinlich die komplette Rückrunde fehlen wird aufgrund einer Meniskusoperation. Bei Jan Sandig werden wir sehen, dass er vielleicht in 3-4 Wochen wieder ins Training einsteigen kann. Das ist natürlich ein schmerzlicher Rückschlag für uns. Wir müssen sehen, ich habe der Mannschaft gesagt, dass wir jetzt doch enger zusammenrücken müssen noch und diese Ausfälle kompensieren müssen. Zum nächsten Spiel, zum nächsten Gegner, kommt mit dem DSV Groß-Waltersdorf eine Mannschaft, die seit Jahren in der Spitze der Liga spielt. Im Hinspiel haben wir 2-0 gewonnen, haben auch das letzte Pokalspiel gewonnen. Deshalb erwarte ich hier eine sehr stark auftretende Groß-Waltersdorfer Mannschaft, die sicherlich diese Sache wieder wegmachen will. Wir werden uns daraufhin einrichten und ich denke mal, dass viele Zuschauer kommen werden, wie im Hinspiel. Vielleicht, dass das Spiel etwas attraktiver wird. Denn dort habe ich eine gewisse Spielsicherheit vermissen lassen beidseitig. Das war mehr oder weniger mehr Kampf und Krampf. Vielleicht können wir das diesmal beidseitig ändern und es wird ein ordentliches Fußballspiel draus.